Hallo, heute geht's weiter mit Devil May Cry 5 der Special Edition. Und zwar geht's um die Geheimmission 7. Alles weitere im Video. Viel Spaß! Wir gehen nämlich, jetzt steht da natürlich 10, weil wir waren gestern in der Hauptmission 9, um eine Geheimmission zu suchen. Ich möchte nur wissen, ob ich die nächste Geheimmission noch habe. Schauen wir. Ja, habe ich. Die Geheimmission 7 habe ich ja mit Dante gefunden. Und zwar findet ihr sie in meiner Playlist unter der Mission 10, also Geheimmission 7 ist in der Mission 10 zu finden. Das war ja das mit rechts und links, wo man schnell hindurch musste und dahinter war die Geheimmission. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern, die erste Geheimmission mit Dante. Ziele auf ihren Schwachpunkt und erledige sie mit einer einzigen Kugel. Starten wir sie mal und testen sie aus. Weil ich würde sagen, was ich nur so gelesen habe, man muss erst einmal den Schwachpunkt finden. Der Schwachpunkt ist, wenn sie aufleuchtet, dann kann ich erst drauf schießen. Wenn ich schon vorher drauf schieße, wird es nicht sterben. Ich habe jetzt auch eine neue Waffe. Die hatte ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, ich sollte eigentlich mit den alten Waffen, einmal drauf schießen, weil die neue Waffe, die was ja richtig Wumms macht, die könnte natürlich das Monster mit einem Schuss töten. Damals hatte ich diese Waffe noch nicht. Das heißt, wenn man die Mission direkt in der Mission 10 macht, dann sollte man es mit den alten Waffen schaffen. Also ich rüste jetzt mal den Balrog aus. Und warte. Versagt ja. Ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Ich habe irgendwas gemacht jetzt so. Eine kurze Erklärung, wie ihr am besten die Geheimmission schafft. Ihr müsst den Balrog ausgerüstet haben, ihr solltet ihn ausgerüstet haben, damit dann beide Scheren entfernen. Ich habe hier nur eine Schere entfernt und dann auf sie geschossen und das ist natürlich fehlgeschlagen. Wir müssen beide Scheren entfernen und dann einmal drauf schießen. Habt ihr gesehen, wie sie aufge... Genau. Ja, jetzt machen wir es richtig. Wir suchen die Scheren. Und eine Schere ist weg. Und jetzt... Nein, nicht mit dem Hut, du Dodo. Aber wir müssen nochmal angreifen. Jetzt. Geschafft. Sie hatte nämlich nur eine Schere verloren, habt ihr gesehen? Und da gilt das nicht. Jetzt muss ich meine roten Kugeln wieder einsammeln, die ich mit dem Hut verschossen habe. Aber die ist echt nicht schwer. Also die ist zu schaffen. Da ist auch noch was Rotes. Wir nehmen natürlich alles mit. So, und holen uns die blaue Kugeln. Also die ist echt nicht schwer. Man muss zuerst, wie gesagt, beide Scheren. Ihr habt gesehen, ich habe eine Schere nur entfernt und dann ja, war noch nicht ihr Schwachpunkt, weil ich habe drauf geschossen. Aber es war noch nicht ein Fehlschlag, sagen wir so. Es hat gezählt. Ja, wir müssen jetzt wieder sammeln. Ich möchte wenigstens jetzt noch zwei Kugeln sammeln, dann gehen wir in die nächste Mission, in die Mission 19. Wie ihr seht, müsste ich noch drei Kugeln sammeln, drei blaue, eine lilane, damit sich die Anzeige erhöht und drei blaue, damit sich die Lebensanzeige erhöht. Ich denke, wir machen eventuell noch die Mission 8,
Und dann gehen wir in die nächste Mission 19 und dann machen wir die restlichen Geheimmissionen, soweit es geht. Vielleicht schaffe ich ja wirklich alle. Das würde mich freuen. Ich wünsche euch alles Liebe. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Viel Spaß. Tschüss.